Am Freitagnachmittag, den 22. April 2016, wurde ein ganz besonderer Geburtstag gefeiert. Der Sparefroh der Sparkasse feierte seinen 60. Geburtstag und lud dazu alle kleinen Sparer mit ihren Begleitpersonen in die Spielfabrik nach Dornbirn. Die Kinder wurden persönlich vom Sparefroh begrüßt und hatten die Möglichkeit, mit dem Jubilar ein Erinnerungsfoto zu machen, welches nach der Veranstaltung dann mit der Post an die Kinder geschickt wird. Während des ganzen Nachmittags stand freies Spielen, Spaß und Gaudi auf dem Programm. Tolle Spielgeräte und Attraktionen warteten auf die Kinder jeder Altersgruppe. Zu den Highlights zählten sicher das Riesenkletterlabyrinth, die Röhren-, Rollen- und Wellenrutsche, die Go-Kart-Bahn oder das große Trampolin. Überall waren strahlende Kinderaugen und lachende Gesichter zu sehen. Beim Kinderschminken wurden den Kindern schöne Kunstwerke ins Gesicht gezaubert. Es ist ganz toll, wenn man so einen Rahmen Geburtstag feiern kann. Wir haben ja die Spielefabrik in Dornbirn, haben wir 600 Kinder eingeladen, 300 sind gekommen. Mehr Platz hat es natürlich nicht. Und es freut uns sehr, dass wir so einen Spaß haben miteinander. Ein besonderes Highlight war sicher die kurzweilige Zaubershow mit Robert Ganal, bei der die Kinder staunten und gespannt die Zaubertricks verfolgten. Der eine oder andere Zauberlehrling durfte dann auch auf der Bühne assistieren und den Zauberstab schwingen. Weil Herumtollen und Spielen hungrig und durstig macht, wurden die Kleinen mit Donuts und Saft verpflegt. Für die Erwachsenen durfte es ein Glas Sekt sein, um auf diesen runden Geburtstag gebührend anzustoßen. Man würde es nicht vermuten, der Sparefroh ist eigentlich in Deutschland geboren, 1955. Und ein Jahr später kam er so über die Sparkasse Salzburg nach Österreich. Das war dann im Jahr 1956, deswegen jetzt 60 Jahre Sparefroh, also seit 1956 ist der Sparefroh das Maskottchen der österreichischen Sparkassen. Und kannst du uns auch etwas zu diesem Anlass erzählen, warum ihr genau das gemacht habt? Was war der Hintergrund für den heutigen Tag? Ja, genau, in heutigen Zeiten ist es so wichtig wie noch nie, einfach mal zu schauen, kann ich ein Geld auf die Seite legen, damit ich, wenn ich mir später was kaufen möchte, damit ich das Geld zur Verfügung habe. Und hier, glaube ich, ist es ein zeitloses Thema, damit die Kinder immer wieder wissen, es ist sinnvoller, zuerst das Geld auf die Seite zu legen und dann das zu kaufen, wie umgekehrt. Hallo! Du, Roten? Ja? Die sagen nichts. Ja, ich habe es auch gerade gehört. Vielleicht probierst du einfach nochmal. Hallo! So, Kinder, so, stellst du dich den Kindern mal bitte vor? Jonas ist der Ball schon ein bisschen kleiner geworden. Mach mal langsam auf und schau mal hinein und sag mal, boah, und jemand klatscht, großen Applaus für den Jonas, Kinderfahrt. Jonas, super gemacht. Jonas, und du darfst auch nochmal so läuten, so ganz fest, super gemacht. Vielen Dank, dass wir auf Platz gehen. Großen Applaus für den Jonas, Kinder. Sollen wir zum Abschluss den Laurin mal in einen Hasen verzaubern? Laurin, sollen wir das machen? Ich frage ihn mal. Ja, er hat genickt. Ja, okay, dann nennst du mal so als Mensch ins Publikum. Laurin, na, heißt du nicht mehr Laurin, aber bist du Holger Hoppel. Kuss. Und Laurin lächelt und du schon einen großen Applaus für den Laurin. Ja, wir machen einen Gotterausflug. Die Gotter von meiner Tochter ist da und wir sind mit vier Kindern da. Sie genießen das immer zum da allein sein, ohne Beaufsichtigung von der Mama. Und gehen am liebsten zum Vulkan und der Sparefroh haben sie gesehen. Das Fernsehen kommen sie vielleicht, das ist voll spannend. Erlässt. Ich habe eine Einladung gekriegt von der Sparkasse. Ich habe nochmal gesagt, ja gut, Hunde sind wir noch nie gesehen. Und wenn das nur von der Erwartung her kommt, dann ist mal runtergegangen. Sie angemeldet. Ja, wenn man sieht, essen können sie nicht, weil sie keine Zeit haben, weil sie halt nur rumspringen und rumrennen sind. Die Frau ist dabei, das Mädchen und der Bub. Also, wir sind einmal fix und fertig und dann schauen wir, wie es am Abend ausgeht mit denen zwei. Schmetterling. Ich bin mit der Gotte und mit der Mama da und ich bin heute schon ins Krokodilmaul gezogen und da auf dem Vulkan und in der Spielburg und da hinten. Und vielleicht gehe ich nachher noch da rein. Und im Trampolin-Vario. Jedes Kind durfte beim Abschied noch einen großen Sparefroh-Folienballon und eine Sparefroh-Papiermaske mit nach Hause nehmen.